Die dürfen auch nicht sagen, ach, lass mal in Erinnerung schwelgen, weil. Welche Erinnerung wollt ihr bitte schon schwelgen? Ihr habt noch nicht genug erlebt im Leben. Okay. Spionieren wir mal eben den Feind aus. Big Boss und Bullshit. Und Freaky, der aufsteht. Sag ich doch, Freaky, der aufsteht. Dämmerwacht. Och nee. Okay, ich hab's ja anscheinend gerade mit Leuten von der Dämmerwacht zu tun. Wer ist da? Oh mein Gott, Serena, verrat mich doch nicht. Serena gefällt hier gerade unsere komplette Mission, aber egal. Boah, ich dachte, der läuft weiter, der Dreckskerl. Na toll, jetzt klopft sie sich mit ihm, sodass er sie gesehen hat. So, dafür bin ich hier wieder komplett versteckt. Okay, die schießen mit Armbrüsten, wie ich gerade sehe. Ich hier hingegen aber nur mit dem uralten Bogen. Merkt man vielleicht auch am Schaden, den ich mache. Herrgott, Serena, stell dich nicht so blöd an. Du musst überleben. So, cool. Ich habe sogar endlich mal einen Bogenschützen für dich getötet. Also Armbrustschützen, um genau zu sein. Verdammt. Wow. Ich drücke irgendwie lustigerweise immer C hier, um mich hier zu ducken. Oh, alte. Oh, schwere Dämmerrüstung. Gehört zur leichten. Aber hey, geil, oh, die sieht hier aus. Ach, das ist dein Hund. Das ist der Hund von ihr. Ah, toll, die haben auch noch einen Troll. Es steht ja noch besonders spaßig hier unten. Gepanzerter Troll auch noch. Hey Gott, nochmal. Komm, Junge, ducken. Guck mal, schon sind wir versteckt. Versteckt lässt sich doch gleich viel besser agieren. Ich könnte natürlich auch einen Vampir verwandeln und dann ein bisschen mein Vampir-Dasein skillen, aber ey, nee. Mache ich dann zu einem Zeitpunkt, der sich dafür besser geeignet, der sich für sowas besser eignet, finde ich. Auch noch 41 Stahlbolzen. Ey, Jungs, ich brauche mal ein bisschen Stahlbolzen. Und am besten keine gratis Schwimmtour. Hallo, Wasser, ich möchte raus, ich mag dich nicht. Hilfe, das Wasser lässt mich nicht gehen. Ah. Geschafft. Ein blöder Hund. Och, leck mich doch. Ja, okay, gut. Gibt es noch einen anderen Ausgang? Ja, cool. Wachen, hallo. Ihr seht mich jetzt alles. Mir aber gerade sowas von kackegal. Echt? Ich bin immer noch versteckt? Also klug darf man die hier alle jetzt nicht gerade nennen, ne? Ey, jetzt mal ernsthaft, vorhin habe ich Unmengen Pfeile gebraucht, um die zu blätten und jetzt einen Schuss. Kann sein, dass er über mir ist. Ey, jo, der ist da oben. Ne, ist er nicht. Okay, ich blicke eigentlich nicht mehr durch. Okay, hier haben wir eine leere, verbrannte Leiche. Okay, der hat wieder so eine richtig schöne, schmucke Rüstung, die aber unglaublich viel wiegt. Okay, und eine Dämmerwacht-Kriegsaxt, die habe ich natürlich auch noch nicht. Die kommt auch noch mal mit ins Inventar. Ne, ich bin ja so ein Waffenfanatiker. Wer ist da? So, den Troll mache ich ordentlich platt. Der stirbt. Nein, Troll, ich wollte ihn noch ausnehmen. Mein Gott, Serena, sei doch nicht mal so oberheftig. Oh, cool, die hat einen Dämmerwacht-Soldaten. Und ich habe wieder einen Bogen ausgepackt. Warum? Vor allem, da ich jetzt für die armen Brust ein paar Bolzen mehr habe. Moment, mein seltener Zauber. Sehe ich. Diese Vampire haben ihre Haut wirklich teuer verkauft. Glaubt ihr, er steht unter ihrem Bann?
Keine Ahnung. Schon möglich. Das werden wir erst wissen, wenn wir ihn dort herausgeholt haben. Ich arbeite daran. Und jetzt gebt Ruhe, damit ich nachdenken kann. Oh, Klappe. Okay, ich habe hier gerade auch gehört. Aber Untertitel waren sie jetzt leider nicht. Finde ich gerade sehr schade. Woher seid ihr gekommen? Am besten von vorne. Oh doch, mehr habe ich drauf. Nur ich habe jetzt keine Lust, das alles hier für euch einzusetzen. So, Fanique ist tot mit Gold, einer Tomate, ein bisschen Wildbret. Ist auch noch beides leichte Rüstung. Oh, ein Dämmerschild ist ja auch cool. Okay, und was hat er für uns? Ah, guck mal, er hat jetzt einen Dämmerwacht-Visierhelm, die jetzt auch schwere Rüstung gibt. Es gilt auch als schwere Rüstung. Leider gilt die Schutzhandschuhe immer noch als die falsche, deswegen blöd. Soll ja irgendwie die Magiebarriere zerstören. Waystein-Fokus? Okay, und Gold. Vampir-Rüstung, das zerstört. Oh, das ist auch was wert und wiegt kaum was. Leichte Rüstung und Eisenschwert. Ey, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Ist das ein Ork? Jo, ernsthaft, ist ein Ork. Ja, leckst mich doch am Arsch. Gold, Dietrich, Skornas Nachtring, Eisenpfeile, Elfenschwert, ja cool. Und Novizenrobe, ist auch cool. Boah, und ich bin echt so kurz vor der Überladung. Und belad mich immer noch weiter. Boah, ey, es kann auch, so krank kann auch nur ich sein. Aktivieren. Alter! Boah, Alter, Junge! Dreh doch nicht gleich so am Rad! Uah, ja, ich bin wirklich gleich tot. Da futtern wir erstmal. Ne, Essen ist immer gut, habe ich mir sagen lassen. Das wussten auch die alten Römer. Mal draufhauen. Eure Art ist eine Schande für Tamriel Monster. Wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, habt ihr euch getäuscht. Eure Art ist eine Schande für Tamriel Monster. Wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, habt ihr euch getäuscht. Boah, Alter, was will der von mir? Soll ich jetzt irgendwie hier Hokus Pokus Filibus draufhauen? Vor euch habe ich keine Angst. Wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, habt ihr euch getäuscht. Ich habe eine Idee. Ja klar, da habe ich das noch nicht drin. Kräfte... Vampirfürst, so verwandle ich ihn an Vampiren. So. Vielleicht funktioniert es ja als Vampir. Habe ich irgendwo einen Toten zum Wiederbeleben? Ah, da hinten. Wannig ist zu mächtig fürs Tote erwecken, ey, klar. Sorry. Boah, ey, nee, ich habe überhaupt keinen Plan. Ich habe jetzt mal echt keinen Plan. Okay, ich verwandle mich einfach mal wieder zurück. Zurück. Ja, geht doch. Also nee, also ihn als Vampir nochmal einen reinwürgen. Bringt nichts.
Wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, habt ihr euch getäuscht. Bis jetzt war es halb so schlimm. Die Dinge allein zu erkunden, ist allerdings eine einsame Angelegenheit. Ja, okay, mit ihr kann ich auch nichts machen. Eure Art ist eine Schande für Tamriel Monster. Boah, ey, was stimmt mit dem Dreckskerl hier nicht? Eure Art ist eine Schande für Tamriel Monster. Boah, ey, was soll ich denn machen? Ich soll ihn hier befreien, ne? Vor euch habe ich keine... Hier, Prophet, wende ein... Wende deine Vampirwaffe auf den Mordenpriester an? Klar. Ja, leckt's mich doch am Arsch. Und das am besten kreuzweise. Hey. Wende deine Vampirverfügung auf Mottenbrise ein. Vampir sich zurückverwandelt, Tote erwecken. Ah ja, genau. Hier kann ich ja nicht auf mein Inventar zugreifen. Hier übrigens, das müssten wir mal frei... Schalten hier macht das Graus und dann können wir hier irgendwie alles Mögliche noch machen, aber ist ja egal. Ups. Nein, nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Okay, das heißt meine Vampirverführung auf ihn einsetzen. Boah, ey, wie mache ich das denn? Komm, zurückverwandeln. Och, namens Feldo, der ich bin. Ja, komm. So, und wieder zurück in die Sicht. Bogen auf dem Rücken in die Sicht. So, gucken, Magie. Kräfte. Wow, Vampir ist unsichtbar, besitzt okay, lang verbesserte Vampirsicht, Vampir. Vampirverfügung. Nähere dich vom Mottenpriester, um ihn zu deinem Diener zu machen. Befehle dem Mottenpriester zur Burg zu Volkainer zu gehen. Den Göttlichen, als wären meine Augen geöffnet worden. Ich bin vom Licht eurer Herrlichkeit ganz geblendet. Ich muss euch gehorchen. Jo, cool. Was soll ich für euch tun, Meister? Oh, geil, ich werde Meister genannt. Ich beauftrage euch, zur Burg Volkia zu reisen. Natürlich. Wo kann ich diese Burg finden? Ja, irgendwie so im Norden. Vor der Nordküste Himmelsrand. Vor der Nordküste von Himmelsrand, genau westlich von Einsamkeit. Dann mache ich mich sofort auf den Weg. Das, ja, kommt. Ja, wirklich? Cool. Bericht der Harkon, Bericht. Also, Erstatter Harkon, Bericht. Also, auf zu Harkon! Okay, dann müssen wir erstmal hier raus aus dieser Höhle. Aus dieser schönen, beschissenen, dreckigen Dreckshöhle. Und bevor ich zur Harkon gehe, mache ich nochmal einen Abstecher in Weißlauf, denn ich bin wieder überladen. Ja, cool. Erstmal Sicht wieder wegdrehen, sonst komme ich überhaupt nicht mehr klar. Ah, dahin ist die Treppe. Achso, und ich frage mich die ganze Zeit, wo ich hier rumkraxel. Ey, hier kommt schon, Ork, du bist zu blöd, hier über eine Kante zu springen, wa? Ja, komm, da haben wir so einen Mottenpriester, der vor mir langläuft. Wie lauten eure Befehle? Ja, hast einen Befehl, folg ihn, vollführ den einfach mal, Junge. Ey, Idiot. Ich hoffe mal, dass er ein paar Boote findet, die ihn, ich drehe hier gerade mit meiner Hand, weil ich Wortfindungsschwierigkeiten habe. Nee, also doch, tue ich, aber nee. Seht ihr ja nicht, das ist blöd. Ich könnte natürlich auch mit Facecam arbeiten, eine Cam habe ich ja. In die fuchtel ich jetzt auch gerade so irgendwie... Mal wieder provisorisch rum, so. Guckt mal, da bin ich. Aber die Cam läuft ja gar nicht. Da fehlt das grüne Lämpchen für. Das kleine grüne Lämpchen, was auch immer Mikro neuerdings hat, wenn das läuft. Wo ich gerade sehe, das ist aus. Nee. Wenn das so wäre, dann würdet ihr mich ja nicht hören. Eure Haut ist schneeweiß. Fürchtet ihr euch etwa vor dem Sonnenlicht? Nein, aber irgendjemand war in meinem Haus. Sonst würde hier nicht so viel Bullshit auf dem Boden rumliegen. Wie schön ich auch Bullshit gesagt habe. Ne, nicht Bullshit, sondern Bull. So richtig mit, Peppes. Oh, nee. Da beiß ich mir noch auf die Zunge. Eigentlich nicht, aber ich sag das so schön. Das hört sich alles so schön an. Da beiß ich mir auf die Zunge. Sag das mal und lass das mal auf der Zunge. Wortspiel. Zergehen, das echt macht Spaß. Ja, okay, hier der leichte Rüstung. Hier haben wir übrigens ein Schild.
eben mal nachgucken, wie gut ist der Schild? 33 und mein Falmer-Schild ist 35. Ja, okay, seht ihr? Obwohl der Schild definitiv cooler aussieht und definitiv mehr wert ist, bringt er weniger, also wird er weggelegt. Der Helm bringt mir 8 und... Wie viel bringt er nochmal? 28 und bringt sogar noch einen Bonus. 25% verminderter Schaden durch Vampirangriffe und den Zaubern Leben entziehen, wenn du die komplette Dämmer... Ja, klar, logisch. Und hier die Maske bringt mir 35. Ach, und ja, okay, kann weg. Ja, okay, die kommt hier nicht rein. Hier die Kleidung, die kann rein. Die Lederrüstung ist eh leicht, die trage ich ja manchmal. Rüstungswert 50 und mein bringt 62. Alter, ey, die sieht richtig stylisch aus. Schwere Rüstung 20. 23, ja, seht ihr? Ablegen. Was habe ich denn jetzt gerade abgelegt? Egal. Nee, ist mir nicht egal. Müsste ja uns direkt ins Auge fallen. Habe ich jetzt gerade was übersprungen? Nee. Nee, also ich glaube, das war jetzt nichts Schlimmes. Also mir fällt hier jetzt nichts auf. Oder habe ich zweimal die Schuhe auf... Ach ja, ich habe die Schuhe, glaube ich, zweimal aufgehoben. Nicht wegklicken. Moment mal, die Schilde kommen hier gar nicht rein. Ja, aber Handschuhe, Rüstung, ja gleich, ja, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Gut. Die Stiefel kommen rein, die Vampirrüstung kommt rein und die kommt auch rein. So, jetzt habe ich langsam... Ja, okay, die Truhe lasse ich einfach mal Truhe sein. Benutzen Alchemie-Labor, ich möchte den Trankmischerbeutel wieder aktivieren. Echt, die Trankmischerbeutel-Aktion ist auch immer die größte Aktion hier, ne? Wow, das war ja episch viel, was ich jetzt eingeräumt habe. Ich bin überwältigt von der Masse an Zutaten. Oh mein Gott, so viele werde ich nie im Leben wieder mit mir rumtragen können. Da wäre ich ja ständig überladen. Ja, ich mache mich gerade auf dämlich so drüber lustig, dass ich nur zwei Sachen dabei habe und mich deswegen auch noch dahin stelle zum Entladen. Ja, cool. Waffen habe ich kaum welche. Weshalb war ich denn dann so überladen? Drachenknochen, wa? Und hier wegen dem ganzen sonstigen Scheiß. Was gar nicht so viel ist, wenn jemand so mal drüber nachdenkt. Vielleicht habe ich total viele Halsketten. Nee, habe ich nicht, aber egal. Ne, hier, der bringt, wiegt nichts. Die Rest trage ich ja. Durchsuchen Kommode. Da kommen ja meine ganzen Schmiedesachen hinein. Was dann hier wohl wirklich nur ein Pferdefell ist. Die Truhe ist für Waffen. Armbrust, Dämmerkriegsaxt, Elfenschwert. Iron Arrow. Brauche ich nicht. Ihr seid die Produkte meiner Wahl. Die Stahlbolzen, die trage ich auch noch mit mir rum. Beistelltisch für Seelensteine habe ich, soweit ich weiß, keine bei mir. Nee, habe ich auch nicht. Da kommen Schriftrollen rein. Was trage ich denn jetzt noch alles mit mir? Hallo Lydia. Ja, bleibt. Ah ja, der in dem Wachschild. Den muss ich auch noch wegräumen. Die Schilde vergesse ich ja in letzter Zeit gerne. Fällt mir mal auf. Und dazu sagen, das reicht jetzt alles, was hier nicht hingehört. Ja, 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 ja. Aber übrigens, die, Ehre sei mit euch, mein Tane. Jo, und Ehre sei auch mit dir, mein Huskal. Was ich noch sagen wollte, diese komischen Klauen, die Saphirklaue, Ebenerzklaue und dergleichen, die behalte ich. Für den Fall, dass ich mal wirklich zufällig mal in diese Höhle vorbeikomme, wo ich die da auch mal gebrauche. So, schnell reise in letzter Zeit häufig mit per Schnellreise, aber ich bin so scharf hier drauf auf diese Dämmer. Dawnguard-Reihe, hey. Nee, da muss doch sein. Ja. Boah, mein Gott, wie oft muss denn meine Figur hier hungern? Und schon wieder rege ich mich darüber, dass ich hungere, wenn ich hier auftauche. Aber schön ist es Nacht. Dann weilt mein Vampirblut nicht im Sonnenlicht. Boah, ich bin so happy, wenn ich die Sonne verloren habe. Dann kann ich sogar nachts rumlaufen, tagsüber rumlaufen, weil die Sonne nicht da ist. Yay! Dann dürfte der Mond auch eigentlich gar nicht leuchten. Obwohl, der Mond könnte leuchten, weil es ist der Mond von Majora's Mask. Und der ist ja verzaubert, deswegen hat er eine eigene Kraft. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich kenne Majora's Mask nicht. Davon gucke ich mir gerade ein Let's Play an, weil ich selber nicht spiele. Hey,
Gut gemacht. Ich wusste, dass ihr und Serana unseren Mottenpriester finden würdet. Wenn du es gewusst hast, warum schickst du an die anderen los und ich habe den Mottenpriester zu meinen Diener gemacht? Ja, das sehe ich. Ich hoffe, seine Gefangennahme war nicht zu schwierig. Oh nee. Die Dämmerwacht hat versucht, mich abzuhalten, aber es war keine echte Bedrohung. Oder die Dämmerwacht war dort. Sie hat gut gekämpft, aber nicht gut genug. Oder die Dämmerwacht hat den beschützt und ich habe und mich beinahe... nee. Einfach keine Bedrohung. Jetzt mal ernsthaft, wann war die eine Bedrohung? Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen und hätte den Klang ihrer Schreie gehört. Nun, euer Diener wartet und wir haben ihm die Schriftrolle der Alten gegeben. Befehlt ihm, sie zu lesen. Und lasst uns gemeinsam die Worte der Prophezeiung hören. Vielleicht ist es sogar meine Schriftrolle, das wäre natürlich noch cooler. Ey, Mottenpriester. Meister, ich bin wie befohlen hierher gereist. Und ich habe eine neue Aufgabe für euch, Diener. Natürlich. Was soll ich für euch tun? Ihr müsst die Schriftrolle der Alten lesen. Ah, richtig. Die Schriftrolle der Alten. Ich muss zugeben, ich freue mich schon darauf. Dann möget ihr mit eurer Lesung beginnen! Natürlich, Meister. Boah, das macht Spaß. Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Ich muss mich konzentrieren. Ich sehe ein Bildnis vor mir. Einen großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich der Menschen zurückkehren, wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch warte, es gibt noch mehr. Das Geheimnis der Macht des Bogens steht anderswo geschrieben. Ich glaube, die fehlenden Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen. Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst. Und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen. Wie schrecklich für euch. Okay. Das war nicht so nützlich, wie ich es gewünscht hätte. Dennoch habt ihr euch gut geschlagen. Wisst ihr, wo die anderen Schriftrollen sind? Meine betrügerische Frau hat eine davon gestohlen und ist danach verschwunden. Ah ja, die Frau. Die andere ist nach meinen letzten Informationen in den Tiefen einer Dwemer-Ruine verschwunden. Oh nee! Mir scheint, unsere Arbeit ist noch nicht getan. Doch wir sind unserem Ziel so nahe und ich habe so lange gewartet. Da kann ich auch noch etwas länger warten. Oh, boah, nee. Wenn ihr etwas braucht, sagt es. Ich kann immer noch eine gute Klinge schmieden. Habt ihr Zeit für ein kurzes Gespräch? Ja. Woran denkt ihr? Dieser Mottenpriester Dexion. Er sagte, wir bräuchten zwei weitere Schriftrollen der Alten. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können. Warum habt ihr das nicht früher gesagt? Ich wollte nicht, dass dieser Haufen Wind davon bekommt. Ganz besonders nicht mein Vater. Wisst ihr, was ist zwischen euch beiden passiert? Seit er beschlossen hatte, die Prophezeiung zu seiner Berufung zu machen, haben wir uns voneinander entfernt. Vermutlich sieht er mich nicht einmal mehr als seine Tochter an. Ich bin einfach nur ein Mittel zum Zweck. Oh. Wo ist denn diese Schriftrolle der Alten? Oh mein Gott, ich würde mir fragen, was... Ich würde ihr mir trösten und nicht so einen Scheiß machen. Ey, Herrgott, wir sind... Och, wir dürfen das jetzt, oder was? Ey, leck mich doch. Wir müssen meine Mutter Valerica finden. Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist. Und mit etwas Glück hat sie sie vielleicht sogar bei sich. Ihr habt gesagt, dass ihr nicht wisst, wohin sie gegangen ist. Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen. Einen Ort, an dem Vater sie niemals suchen würde.
Mehr wollte sie mir nicht sagen. Aber wie sie es sagte, dort, wo er nie suchen würde, sehr kryptisch, aber es war ein Hinweis. Klingt fast, als wäre sie vorsichtig gewesen. Vielleicht. Was ich nicht verstehe, warum hat sie genau das gesagt? Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein, an dem mein Vater nicht nachgeschaut haben könnte. Und dazu hatte er auch mehr als genug Zeit. Irgendwelche Vorschläge? Bei der Dämmerwacht, eingesperrt, wie ihr es wart. Wie wäre es denn genau hier in der Burg? Moment, das ergibt fast einen Sinn. Ich habe meiner Mutter dabei geholfen, einen Garten im Innenhof zu pflegen. Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten. Sie sagte immer, dass Vater diesen Ort nicht ausstehen konnte, weil er ihm zu friedlich war. Also, warum ich darauf jetzt auch gekommen bin, von wegen hier mitten in der Burg. Wenn man etwas sucht, ist es meist so, dass man vergeblich überall nachguckt. Man guckt wirklich überall nach. Und dann letztendlich fragt man jemanden, ey, du kannst mir mal helfen. Und der findet es direkt an der Stelle, wo du angeblich 5-mal geguckt hast. Und das ist bestens nochmal offen auf dem Schreibtisch. Ist mir erst kürzlich mit meinem Schlüssel passiert, echt. Ich versuche den Verzeihung zu finden und dann, ey, liegt er auf meinem Schreibtisch, neben meiner Tastatur, weil ich mir den schon bereitgelegt habe. Ich bin auch manchmal. Ist es nicht riskant, in der Burg zu bleiben? Auf jeden Fall. Aber Mutter ist kein Feigling. Ja. Das ist, ich glaube kaum, dass wir dort auf sie stoßen werden, aber ein Versuch ist es wert. Wie kommen wir hinein, ohne dass euer Vater etwas bemerkt? Vertraut mir. Ich habe hier sehr lange gelebt und ich kenne jeden kleinsten Winkel. Hey, cool. An der Nordseite der Insel liegt eine verlassene Bucht, über die die früheren Besitzer Vorräte in die Burg brachten. Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg. So gelangen wir hinein. Lass uns zum... Ach, das ist dingelig. Lass uns zum Geheimeingang der Burg gehen. Na los, sie ist gleich um die Ecke. Ja, also cool. Es gibt zwei Schriftrollen, die wir finden müssen. Einmal des Blutes und einmal der Drachen. Und ich glaube, die Schriftrolle der Drachen, die brauchen wir auch für unsere Alduin-Quest hier. Ey, zwei Fliegen mit einer Klappe, ist doch super. So, laufen wir erstmal hier runter und dann ordnungsgemäß außenrum. Ja, genau, auf der anderen Seite. Perfekt, ey. Coolio. Na, super. Ich laufe mal hier rum, also rechts rum. Was eigentlich auf der linken Seite der Burg ist. Kommt auch an, wie rum man guckt, ne? Würde ich jetzt von hinten zur Burg gucken, würde ich auch an der linken Seite kommen. Jetzt laufe ich hier rechts an der Burg vorbei. Steht mal auf der Burg drauf, laufe ich hier geradeaus, ne? Komm mal von der Seite, würde ich jetzt links den Eingang nehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten wegen der beschissenen Himmelsrichtungen. Ey, sieht ja schick aus. Also, na gut, ein bisschen kaputt und ein bisschen verschneit, aber ansonsten ja ganz schick. Und leider voller Feindkontakt. Skelette, wa? Jo, Skelette. Und gar nicht mal so schwache, wie mir leider scheint. Das finde ich jetzt persönlich nicht so prickelnd. Mal ernsthaft, finde ich nicht prickelnd. Wow! Wenn er mich tötet, dann bist du jetzt hier auch im Eimer. Sollte ihr wird auch mal wieder Schnellspeicher drücken, nämlich vielleicht dann, wenn ich mich gerade mit einem Prügel. Alter Nordfall ändere. Wo kann ich hier jetzt Skelett durchsuchen? Cool, alter Nordfall. Ey, falsche Taste. Das ist richtig. Ups. Da wurde ich wieder getroffen und ich kann nicht sprinten oder dergleichen, weil es ja ein schöner, helllichter Tag. Dreckskack. Ich dachte, ihn da oben hätte ich getötet. Ja, gut. Da haben wir übrigens den Tod, von dem ich vorhin gesprochen habe. Perfekt, Partende. Nee, egal. Ich nehme noch ein Part auf. Ist zwar ein bisschen spät und ich wollte eigentlich schlafen jetzt im Laufe der Zeit, aber nee. So, jetzt versuchen sie mal von der anderen Seite. Und jetzt wissen, dass Feindkontakt ist. Ach ja, Feindkontakt. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Eine Maske aufgesetzt. Wo ich sogar drüber nachdenke. Oder darüber philosophiere. Warum ich denn so schnell immer sterbe. Ich trage keine nötige Sicherheitsmaske. Ach so, das ist das einzig Schlimme. Die Ausdauer regeneriert sich nicht. Das heißt, ich hätte Ausdauer, allerdings nur verdammt wenig. Das heißt, wenn ich meine Ausdauer hochskille,
Als Argonia könnten wir hier unten jetzt voll lang schwimmen und auch alles durch erkunden, aber... Ja, wir sind bloß Ork, der kann nicht und lang unter Wasser die Luft anhalten. Also merken die andere Seite geht wirklich schneller. Ich darf nicht rennen, aber trotzdem, ich bin's so gewohnt. So mal eben auf Alt drücken.